Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich darf euch heute die neue Olenton Music ein bisschen näher bringen. Wie der Name schon vermuten lässt, Olenton bedeutet, es ist eine Laterne und Music bedeutet, es ist auch ein Bluetooth-Lautsprecher. Schauen wir uns als erstes den Laternenteil an und zwar im Vergleich zur Olenton Classic 2 Pro. Wenn ich die so, ich versuche das in der Kamera gleich hochzuhalten, sieht man, der Laternenteil ist ident, er hat auch dieselbe Leistung. Also es gibt das orange oder warmweiße Licht von 10 bis 130 Lumen regelbar und darüber hinaus gibt es diese neutralweiße Lichtvariante von 130 bis zu 300 Lumen Lichtstärke. Gleich groß ist auch der Akku, 10.300 mAh ist der stark und der wird bei der Olenton Music da hinten über diese Klappe geladen. Die ist jetzt senkrecht angebracht und da finden wir wieder den USB-C-Anschluss zum Laden und den USB-A-Anschluss, mit dem genauso wie mit dem USB-C das Ganze auch als Powerbank verwendet werden kann. Obendrauf sieht man jetzt neu die ganzen Bedienelemente. Es gibt hier einen Lichtschalter zum Einschalten des Lichts und das Licht wird dann wie gewohnt über den Drehregler justiert. Für die Bluetooth-Funktionalität gibt es hier den Bluetooth-Ein- und Ausschalter, eine Link-Taste und es gibt die Lautstärke-Tasten Plus-Minus. Also ist der Bluetooth- bzw. Lautsprecherteil von dem Lichtteil, ich drehe das mal ein bisschen zurück, getrennt. Wie sich das Licht draußen am Gartentisch schlägt, das blende ich euch jetzt kurz ein. Niedrigste Helligkeit, warmweißes Licht. Das ist ungefähr die höchste Helligkeitsstufe fürs Warmweiße. Dann kommt das Neutralweiße, wo man hier den Unterschied schön sieht zwischen dieser gleichmäßigen und dieser Vintage-Beleuchtung. Und das ist die maximale Helligkeit von 300 Lumen. Die Bluetooth-Funktion ist eigentlich Standard. Man drückt die Bluetooth-Taste. Es erscheint ein Signalton, dass der Bluetooth-Lautsprecher hoch ist und dann verbindet man dann einfach mit dem Smartphone und kann dann Musik abspielen. Besitzt man zufällig eine zweite Olenton Music, dann kann man die beiden miteinander verlinken über TWS, True Wireless Stereo nennt sich das. Da funktionieren dann beide Lampen wie eine. Den Linkvorgang selber kann ich euch leider nicht zeigen. Meine Testlampe, die habe ich schon seit 2 Monaten, hat noch eine sehr frühe Softwareversion. Da gibt es ein paar Bröseln und um keinen zu verwirren, lasse ich das im Video weg. Nachdem ich die beiden Lampen jetzt miteinander verknüpft habe, kann ich an einer die Helligkeit verstellen und die andere macht dasselbe. Natürlich kann ich auch bei der anderen zurückdrehen und die tut dasselbe. Also die Helligkeitssteuerung ist bei beiden gleich. Für die Musiksteuerung ist es jetzt so, dass der eine der linke und der andere der rechte Kanal ist. Also der Master ist immer der linke, zumindest habe ich das so herausgefunden. Im normalen Übertragungsmodus sind laut Anleitung mehr als 100 Geräte miteinander verknüpfbar. Da schaut es dann so aus, dass sie wie ein Lautsprecher kommen. Das wird alles als ein Mono ausgegeben. Es gibt also kein links und rechts mehr, sondern es wird dasselbe Audiosignal auf beiden ausgegeben. Jetzt haben wir das wieder ab, damit es nicht so nervt. Aber die Helligkeitssteuerung ist bei jeder individuell. Das heißt, da wird jetzt nicht mehr mitgezogen, was der andere macht, sondern jede Helligkeit kann dasselbe rausgeben. Aber das Audiosignal ist, wenn man das da 100 Stück meinetwegen hat, in einem Veranstaltungssaal, die machen ein großes Netzwerk, da kommt überall dasselbe Sound direkt raus. Eine weitere Funktion der Olenton Music ist, dass wenn ich das Licht über die Taste einschalte, habe ich natürlich normales Licht. Wenn ich aber noch einmal auf die Lichttaste drücke, wechselt die in das warmweiße Licht und das Licht flackert mit der Musik mit. Nachdem ich da jetzt in diesem Netzwerkmodus bin, natürlich nur auf der einen, aber ich kann mir das auch auf der anderen Seite einschalten und da kriegt man also noch einmal so ein bisschen eine Stimmungsbeleuchtung mit raus. Was wir jetzt gesehen haben, die Lichtregelung funktioniert unabhängig in diesem Modus, die Lautstärkeregelung bleibt aber gekoppelt. Also wenn ich jetzt vom Smartphone aus lauter leiser drehe, gehen natürlich beide oder bis zu 100 Stück, wie gesagt, Lautsprecher lauter oder leiser. Und wenn ich über die Tasten direkt am Gerät lauter oder leiser drehe, dann
dann ziehen natürlich alle anderen verknüpften Lautsprecher mit. Wenn ihr Fragen zu der O-Lantern Music habt, kommentiert einfach das Video oder kontaktiert mich über meinen Facebook-Account. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und pfiat euch!